Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video von uns und zwar zum Thema Hüftdysplasie bzw. Hüftgelenksdysplasie. Je nachdem, auf welchen Seiten ihr schaut, werdet ihr auf alle Fälle beide Begriffe finden. Ihr kennt es vielleicht auch unter der Abkürzung HD. Klar, steht für Hüftdysplasie. Und eine kleine Info nochmal am Rande. Dysplasie bedeutet einfach nur Fehlbildung. Das hat also jetzt nicht explizit was mit Gelenken zu tun. Eine Fehlbildung kann es auch woanders sein, die dann Dysplasie genannt wird. Und es hat auf alle Fälle schon mal gar nichts explizit mit dem Hüftgelenk zu tun. Also nur so am Rande. Jetzt werden vielleicht viele von euch sagen, ja klar, Hüftgelenksdysplasie, das ist doch das, was die Schäferhunde haben mit ihrem schrägen Rücken. Ja und nein. Denn die Hüftdysplasie ist tatsächlich eine Krankheit, die verdammt viele Hunde betrifft. Und zwar hauptsächlich eher die großen Hunde. Und egal, ob es ein Rassehund ist oder ein Mischling, da sind eigentlich alle querbeet betroffen. Also es ist jetzt nicht so eine Krankheit, wo man sagen kann, das kommt hauptsächlich ausschließlich bei Schäferhunden vor oder extrem gehäuft. Ist auch nicht mehr so der Fall. Also tatsächlich, die meisten großen Rassen sind leider davon betroffen. So, und dann gehen wir gerade mal zu den Ursachen. So, man geht heute davon aus, dass die Ursache genetisch bedingt ist. Das heißt also, dass euer Hund es von seinen Eltern, Großeltern oder noch weiter entfernt geerbt haben kann. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr einen Rassehund habt oder gerade wenn ihr einen großen Rassehund habt, dass die Elterntiere halt hier untersucht werden müssen, bevor sie in die Zucht gehen. Da gibt es dann immer, da hat man dann meistens die Auswertungen davon, kann man dann sehen, von den Elterntieren, um dann, ja, um möglichst auszuschließen, dass die Nachkommen an der Hüftgelenksdysplasie erkranken. Jetzt ist es allerdings auch noch so, falls euer Hund dazu eine Tendenz hat, also erblich bedingt, HD zu bekommen, kann man das tatsächlich auch noch negativ bzw. positiv beeinflussen im Wachstum. Also zum Beispiel, wenn ihr euren Hund dementsprechend füttert, dann kann es einfach sein, dass euer Hund tatsächlich die HD bekommt und das Ganze noch schlimmer wird. Man kann es aber auch positiv ein bisschen beeinflussen oder auch eben gerade Bewegung während dem Wachstum. Deswegen ganz, ganz wichtig. Also das kann man tatsächlich trotzdem noch ein bisschen beeinflussen. Natürlich, wenn die Hüfte schon echt futsch ist sozusagen, dann kann man da halt auch nicht mehr viel richten. Aber wenn es eine leichte Tendenz gibt, kann man das tatsächlich noch ein bisschen positiv bzw. eben leider auch negativ beeinflussen. Ja, ich hatte euch eigentlich ein ganz tolles Bild gemalt, wie das aussieht. Allerdings, ich sah es nachher am Ende irgendwie doch so hässlich aus, dass ich das euch nicht zumuten wollte. Es war so wirr irgendwie, dass ich mir gedacht habe, ich hole jetzt kurz mein Skelett Zero und zeige es euch direkt am Skelett. So, Assistent Zero hat sich bereit erklärt, kurz zu helfen und das zu zeigen. Also wir haben hier den Oberschenkel. Hier den Oberschenkelkopf oder auch Femurkopf genannt und eben diese Gelenkpfanne und das hier ist das komplette Hüftgelenk. Und ich ziehe es jetzt mal hier mal so ein bisschen raus. Ihr seht jetzt hier dieses Gummi, das ist total lustig, weil es natürlich beim echten Hund auch da ist. Und da gibt es so ein ganz, ganz festes Band, das den Kopf in der Pfanne hält. Bei der HD ist es nun so, dass dieser Kopf und die Pfanne einfach nicht zusammenpassen. Das kann zum Beispiel sein, dass der Kopf total unförmig ist. Kann aber auch sein, dass die Pfanne einfach viel zu flach ist oder ausgefranst ist. Und dann hält es nicht richtig. Und dann kann das Gelenk einfach nicht mehr so schön in der Pfanne sich bewegen, sondern eiert da sozusagen so ein bisschen rum, ja, bei jeder Bewegung und bei jedem Schritt. Und dadurch gibt es dann einfach Arthrose im Gelenk. Ja, und um das festzustellen, muss der Tierarzt euren Hund in Narkose legen und den speziell lagern. Deswegen muss der Hund auch für eine richtige HD-Aufnahme wirklich in Narkose gelegt werden. Und dann kann diese Aufnahme genommen werden und dann wird hier vermessen. Und daran kann man dann festmachen, welchen Schweregrad die HD hat. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Symptomen. Das ist tatsächlich relativ schwierig, da ein bisschen was aufzuschreiben, weil das einfach von Hund zu Hund unterschiedlich ist und eben auch von Schweregrad, wie ich jetzt gerade vorher schon erwähnt habe. Aber ich habe mal ein paar aufgeschrieben, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Also natürlich Hunde, die HD haben, vor allem wenn sie es mit schwer sind, haben die meisten Schmerzen. Sie fangen an zu lahmen, sei es immer oder aber nach starker Belastung zum Beispiel oder nach dem Schlafen, wenn sie dann aufstehen. Dann viele hoppeln auch. Also gerade wenn sie schnell laufen, dann galoppieren die nicht richtig, sondern die hoppeln dann mit den Hinterbeinen so hinterher.
Bewegungseinschränkung. Natürlich, das Hüftgelenk ist ein sehr bewegliches Gelenk, aber wenn da sich extrem Arthrose gebildet hat oder eben die Schmerzen zu stark sind, dann wird der Hund vermeiden, dieses Gelenk zu sehr zu bewegen. Ja, dann zum Beispiel ein Knirschen und ein Knacken oder ein Knacken im Gelenk könnte auch darauf hinweisen. Und dann zum Beispiel seitlich wegkippen in der Sitzposition. Also sieht man gerne, dass diese Hunde dann, die setzen sich hin, machen Sitz und dann kippen die immer so zur Seite, so nach links oder nach rechts. Muss natürlich, das alles muss jetzt nicht darauf hindeuten, dass der Hund definitiv HD hat, aber das sind so Symptome, die so ein bisschen darauf hinweisen, dass sollte euren Hund auf alle Fälle mal untersuchen lassen, ein Röntgenbild anfertigen lassen, damit man einen kennen kann, ob euer Hund daran leidet. So, dann kommen wir auch schon zu den Behandlungsmöglichkeiten. Die Behandlungsmöglichkeiten sind auf alle Fälle abhängig vom Schweregrad und den Symptomen, die der Hund zeigt. Denn leichte HD und leichte HD ist nicht immer dasselbe. Das müsst ihr euch wirklich auch verinnerlichen. Also wenn ihr auch Tipps im Internet sucht, das machen ja doch viele auf immer. Ihr könnt die Hunde nicht miteinander vergleichen. Nur weil einer den gleichen Schweregrad hat, bedeutet es noch nicht, dass es auch das Gleiche bedeutet. Also es gibt Hunde, die mit schwerer HD ausschließlich mit Physiotherapie gut klarkommen, die schmerzfrei sind und auch symptomfrei. Es gibt aber auch Hunde, die eine leichte oder eine mittlere HD haben und die definitiv operiert werden müssen, ja, wo was größere Geschütze aufgefahren müssen, weil der Hund wirklich solche Schmerzen hat. Deswegen bitte, ihr könnt es nicht wirklich anhand von einem Schweregrad einfach festmachen, was gemacht werden muss und was nicht. Verlasst euch da auch auf euren Tierarzt einfach. Ja, es gibt zum Beispiel verschiedene OP-Methoden. Zum Beispiel die Femurkopfresektion ist eine relativ bekannte Methode. Da wird der Kopf des Femurs abgetrennt und dann bildet sich in der Hüftpfanne so eine Art Pseudogelenk. Dann kann man zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk natürlich einsetzen. Ist mittlerweile auch eine relativ gängige OP-Methode. Oder auch Goldimplantate. Könnt ihr euch auch mal darüber informieren, wenn euer Hund operiert wird. Lasst euch da wirklich ausführlich beraten, was für Möglichkeiten es gibt und was für euren Hund die beste Möglichkeit wäre. Das hängt eben auch immer so ein bisschen vom Gewicht des Hundes ab, was man am besten empfiehlt. Ja, dann auf alle Fälle immer, und zwar egal, ob euer Hund operiert wird oder nicht, eine Arthrosebehandlung solltet ihr unbedingt machen, weil es wird auf alle Fälle zu Arthrose in diesem Gelenk kommen. Und damit die Arthrose einfach nicht so schnell fortschreitet, sollte dieses Gelenk wirklich regelmäßig behandelt werden. Also dann könnt ihr eurem Hund nämlich wirklich einige Schmerzen ersparen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte noch ganz kurz auf einen Punkt eingehen, weil bei HD wird immer gerne empfohlen unter Hundehaltern Muskelaufbau. Ja, Muskelaufbau ist nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, ist trotzdem die Arthrosebehandlung trotzdem muss zusätzlich erfolgen. Und vor allen Dingen, macht bitte nur Muskelaufbau, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass euer Hund keine Schmerzen hat. Auch wenn er minimal Schmerzen hat, bitte lasst den Muskelaufbau dann bleiben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das ein bisschen verinnerlicht, weil das wird immer so ein bisschen gesagt und der Hund wird dann hier zum Schwimmen geschickt oder man macht viel, viel Übungen, um die Hüfte zu stabilisieren. Aber bitte nur, wenn der Hund keine Schmerzen hat, sonst ist es wirklich eine Qual für das Tier. Deswegen ganz, ganz wichtig, ja. Arthrosebehandlung muss immer sein und wie gesagt, Muskelaufbau, seid da rücksichtsvoll, lasst es vielleicht auch nochmal vom Tierarzt checken, weil ich weiß selber, es ist einfach so, dass man als Hundehalter manchmal die kleinen Symptome übersieht und der Hund vielleicht leichte Schmerzen hat und dann aber doch mitmacht, weil er einem gefallen möchte, aber er hat einfach, aber es wäre einfach Tierquälerei. Ja, so, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt heute und ja, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne an mich wenden. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!